Heute wird Schweizerisch und Polnisch gekocht. Und zwar zum ersten Achtelfinalspiel. Genau, los geht's. Ich bin nicht sicher, ob ich schon mal explizit Polnisch gegessen habe. Ich denke, es hat sicher viel gemeinsam mit umliegenden Ländern, dementsprechend auch Tschechisch wahrscheinlich. Auch Bachwaren, weißt du, so süße Teigsachen, die die Tschechen auch gerne haben. Ist nicht Borscht Polnisch? Für mich ist das so russisch. Aber wahrscheinlich russisch. Ist das alles. Jetzt, wo es eben so heiß ist, ist mir jetzt eben gerade Josefswiese gekommen mit diesen feinen Pirogen. Typische Gerichte? Bigos, Schmoreintopf. Mit Sauerkraut und Weisskohl. Das lassen wir. Und da schau, Pirogen, aber die sehen ganz anders aus als das, was wir kennen. Die sehen mehr wie Ravioli aus. Ich kenne sie eben im Blätterteig. Ja, ich, also. Ja. Und die Füllung ist dann so Quark, oder? Schafs- und Ziegenkäse und Ei. Da steht auch, es gibt auch mit Fleischfüllungen und so. Ich weiß nicht, ob es passt. Ich habe an Gabuns gedacht. Und nicht wirklich den klassischen Gabunsteig, wie wir ihn machen, weil es wären jetzt ja zwei Teig, Teig im Teig, aber einfach so die Fleischwaren und all die kleinen Kräutchen. Ich frage mich allerdings, wo kommen wir jetzt die guten Zutaten über, weil in die Bündner Berge gehen, lange jetzt nicht mehr warm machen. Ich glaube, die Ansprüche sind bei dir manchmal fast höher, was Bündner Fleisch betrifft, als meine eigenen. Gehen wir shoppen? Einkaufen. Einkaufen. Wir haben tatsächlich alles bekommen, aus Bündner Trockenfleisch. Das leider schon hauchdünn aufgeschnitten und nicht am Stück. Aber damit können wir leben. Und anfangen wir jetzt aber zuerst mit dem Teig. Dann würde ich in der Zwischenzeit mal anfangen zu schnibbeln. Ja, ist gut. Das ist ja die mühsame Arbeit beim Gabunst. Das wird hier nicht unmühsam sein. Kannst du abschätzen, wie viele Pirogen du ungefähr machst? 15 bis 20. Was meinst du? Du als Nudelexpertin. Bin ich ein Nudelexpertin? Du bist auch ein Nudel. Also eigentlich fehlen jetzt zwei Zutaten, oder? Mhm. Wir haben jetzt keine Landjäger drin. Genau. Und Matschikrut hast du nicht bekommen. Matschikrut habe ich leider nicht bekommen. Es gibt etwas bei uns im Haushalt, was wir beide nicht trauen auszusprechen. Wir reden immer nur vom Pst. Und das ist tatsächlich eine braune Gewürzflüssigkeit. Magst du vielleicht mal Ricotta drin? Alles, oder? Ja, ja. Und vielleicht ist dann gerade noch von dem ominösen Pst. Wie findest du? Gabuns? Ja. Yeah. Ich finde, es ist eine sehr frische Variante. Soll ich einmal den Teig auswählen? Wie viel soll es etwas sein für die Pirogen? 3 mm. Ich glaube, das ist nicht schlecht, oder? Was meinst du? Maximal. Also man kann es ja noch etwas ziehen. Und dann habe ich Leute gesehen, die es entweder so mit einer Gabel, weißt du? Oder mit den Fingern. Und dann habe ich sogar eine polnische Oma gesehen, die die einmal noch so viel verdrüllt hat. Also, darfst du es gerne? Ich finde, du machst das. Dito. Und kochen wird es nachher auch bis hoch. Bis es steigt. Bis es steigt und dann noch 2 Minuten. Dann mache ich da schon mal Butter rein. Ah ja, genau. Oder? Also mal 6 rein. Also nach 2 Minuten sind sie etwa oben. Und dann nochmal etwa 2 Minuten. Möchtest du das wählen? Nein, du kannst. Thank you.
Also die Füllung ist echt gelungen. Mhm. Das passt so gut zusammen. Das Einzige, was ich jetzt noch, wenn ich etwas auf höherem Niveau bemängeln will, ich glaube, ich würde den Teig ein bisschen dünner machen. Ein bisschen dünner, vielleicht doch durch die Maschine. Wenn du uns überlegt hast, ob wir die Ravioli-Maschine, also durch die Teigmaschine, lassen. Wir haben ja gelesen, dass es etwa 3 mm dick soll sein. Und ich finde es persönlich... Es könnte ein bisschen dünner sein. Aber es ist wahrscheinlich so echter Pirocke. Genau. So, das ist schon cool. Aber falls das auch wenn du es probieren, findet ihr auf jeden Fall das Rezept bei uns auf dem Blog. Gewahlschmaus.ch oder da oben auf dem i, den Punkt kennt ihr ja jetzt. Wir sehen uns am Montag wieder. Genau, dann nämlich zum ganz spannenden Spiel Italien-Spanien und hoffentlich wird das auch ein spannender Rivalenschmaus. Bis dann. Tschüss zusammen.